Er würde sich später immer noch für einen anderen Titel entscheiden können, aber im Moment gefiel ihm dieser. Das Mysterium der Frau von Dirk Friedemann. Er sah ein beeindruckendes Ölgemälde vor seinem inneren Auge. Darunter das Schild, auf dem der Titel des Bildes und Name des Künstlers aufgeführt waren. Die Farben seines Kunstwerks leuchteten frisch und hell, als hätte er die Arbeiten daran erst vor wenigen Augenblicken abgeschlossen. Dirk sah, wie die weißen Schleier, die die Silhouette der Frau umwehten, im Sonnenlicht glänzten und schimmerten, als wäre das Gemälde noch nicht einmal getrocknet. Dirk schlief ein. Und er wachte inmitten eines tosenden Lärms, der in seinen Ohren unangenehm dröhnte. Grelles Sonnenlicht blendete ihn. Er kniff die Augenlider zusammen und spürte, dass sein Rachen völlig ausgetrocknet war. Alles in Ordnung, Bursche? Er klang eine krächzende Stimme neben ihm. Dirk lag ausgestreckt am Boden. Zwei Dürre.